Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen und sehr interessanten Thema, nämlich zur Dachbegrünung. Und auf Pflanzen für begrünte Dächer hat sich Egon Egenoll vom Bodensee spezialisiert. Wir werden gleich mit ihm reden, verschiedene interessante Dinge fürs Dach auch vorstellen. Jetzt freue ich mich, dass Herr Egenoll auch zu uns gekommen ist nach Erfurt. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Und mit so viel Pflanzen, auf die wollen wir natürlich gleich eingehen. Ich kann mir erst mal vorstellen, dass sich der eine oder andere fragt, könnte ich eigentlich mein Dach begrünen? Gibt es da Ausnahmen? Im Grunde genommen gehen alle Dächer. Am besten gehen Flachdächer. Die sind am einfachsten zu begrünen, aber es gibt auch Dächer, die begrünt worden sind, zum Beispiel Steildächer mit bis über 70 Grad Dachneigung. Also da kann kaum noch ein Bergsteiger hochsteigen. Da braucht man schon so seine Hilfen, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich wäre es generell möglich? Ist generell möglich. Also es ist vom Portemonnaie etwas abhängig und vom Wunsch des Kunden. Was kostet das, so ein begrüntes Dach? So ein einfaches begrüntes Dach fängt so bei 40 Euro an. Und dann nach oben hin sind im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Man kann ja auch Bäume auf Dächern wachsen lassen. Also 40 Euro pro Quadratmeter? Circa. Circa. Naja, gut. Dann schauen wir uns doch, würde ich vorschlagen, auf die Pflanzen kommen wir gleich, erstmal ein paar begrünte Dächer an und wie so ein Dach auch entstehen kann. Dachbegrünung ist nicht nur schön anzusehen, sie hat auch viele Vorteile. Sie verbessert die Luft und sie gleicht Temperaturschwankungen aus. Im Sommer kühlt so ein begrüntes Dach und im Winter wärmt es. Auch Irmgard Michelberger hat vor 7 Jahren das Dach ihres Hauses begrünen lassen. Gunther Manns Firma hat den Auftrag damals ausgeführt. 1 bis 2 Pflegebegehungen im Jahr reichen völlig aus, meint er. Meistens genießt die Familie das Dach von den oberen Fenstern aus. Wenn hier alles in voller Blüte ist, da sind die Bienen da, die Schmetterlinge, da geht's wirklich ab hier. Mit den Jahren verändert sich so ein Dach, aber man sollte es nicht verwildern lassen. Manche Sämlinge, die durch den Wind oder Insekten verbreitet werden, sollte man lieber entfernen, sagt der Experte. Was ich auf jeden Fall rausnehmen würde, ist hier zu sehen, diese Weide, so Geholzsämlinge, Birken, Weiden kommen regelmäßig auf Extensivdächer. Die halten es auch länger aus und irgendwann kann man es nicht mehr rausziehen. Die bekomme ich noch einigermaßen vernünftig raus und Sie sehen, wie lang die Wurzeln ist. Ja. Das gehört also regelmäßig rausgezogen. Das gehört weg und muss dann auch abgetragen werden. Hier haben wir noch Löwenzahn. Den würde ich auch rausnehmen. Der stört hier zwar nicht groß, aber ist auch eine Pflanze, die eigentlich eher unerwünscht ist und diesen schönen Blühaspekt der Sedumpflanzen wegnehmen würde. Bleibt noch die Frage, was befindet sich eigentlich unter der Pflanzendecke? Wie ist das Dach aufgebaut? Gunther Mann zeigt es. Zuerst kommt eine wurzelfeste Dachabdichtung, darauf ein Schutzvlies. Was aussieht wie ein Eierkarton, dient zur Entwässerung. Durch die kleinen Löcher fließt überschüssiges Regenwasser ab. Auf das nächste Vlies kommt ein großporiges Substrat. Es nimmt sehr viel Wasser auf. Das ist wichtig, das Wasser können die Pflanzen auf dem Dach gut gebrauchen. Denn meistens herrscht auf dem Dach große Trockenheit und das ganze System soll ja ohne Gießwasser auskommen. Meistens werden dann Sedumsprossen auf dem Dach ausgebracht. Man muss allerdings 1 Jahr warten, bis das Dach richtig grün wird. Alternativ könnte man fertige Pflanzenteppiche verlegen, das aber ist teuer. Viele Pflanzen für begrünte Dächer schickt Herr Egenoll in alle Ecken Europas. Wohin zum Beispiel? Frankreich, England, Tschechien zum Beispiel, überall nach Deutschland. Ja, und jetzt haben wir gerade gesehen, dass die Sprossen auf dem Dach verteilt wurden. Das ist eine Variante, um ein Dach zu begrünen. Was gibt es noch für Varianten? Zum Beispiel die Samenvariante. Es gibt verschiedene Samenmischungen, die gut für Dächer geeignet sind. Da sind zum Beispiel unter anderem Gräser, Kräuter, Stauden drin enthalten. Wie lange dauert das, bis das Dach dann grün ist? Das hängt von der Vegetationszeit ab. Entweder ist es im Frühjahr gesät worden, dann ist es im Herbst fertig oder man sät es im Herbst, dann ist es im Mai ungefähr einigermaßen grün. Und es ist auch sicherlich die preiswerteste Variante, oder? Ja, sicher. Bei Pflanzen wird es ein bisschen intensiver, aber da weiß man wenigstens schon, was man hat, sag ich immer. Ja. So. Was müssen die aushalten, was müssen die können, wenn die auf dem Dach wachsen?
Die müssen sehr große Trockenheit aushalten. Natürlich gibt es manchmal 4 Wochen keinen Regen. Dann müssen sie auch im Winter sehr viel Regen überstehen. Und wir versuchen, die Pflanzen dahin zu bringen, dass sie das tun. Einmal lassen wir sie manchmal eine ganze Woche ohne Wasser, sodass man das richtig, die Pflanzen hört man richtig rufen nach Wasser, aber sie lernen dann mit dem wenigen Wasser auszukommen. Und im Winter stehen die dann draußen und haben ganz viel Wasser und sie überleben das. Das nennt man auch Stresskonditionierung. Ja, und jetzt schauen wir uns mal ein paar schöne an, die mir zum Beispiel gut gefallen. Zum Beispiel diese rotlaubige Pflanze. Das ist zum Beispiel mein Liebling, die kommt aus dem Kaukasus, hat immer rote Blätter und hat eine wunderschöne rote Blüte, ähnlich wie eine Rose. Darüber hinaus gibt es noch andere Pflanzen, Sedumarten, die ein hellgrünes Blatt haben. Passen schön dazu, hier. Ne? Ja. Zu dem dunkellaubigen. Also hervorragend geeignet als Kontrast. Und es gibt zum Beispiel unter anderem auch die graue Art hier, die kommt aus den Pyrenäen und verträgt auch sehr viel Kälte, Trockenheit und auch Wasser. Ist ganz klein. Ja. Ja, also das sind mal 3 Arten, die es gibt. Wie viel gibt es so insgesamt für ein Dach? Etwa 10-12 Arten, die man auf dem Dach verwenden kann. Und was ist der Vorteil? Meine Blütezeit sind ja nur 4 Wochen von so einem Sedum. Ja, also es gibt so verschiedene Blüteanfänge, Blütezeitanfänge. Und meistens im Juni, Juli, aber es gibt auch Arten, die im Herbst blühen. Also das, und ich glaube, die färben sich auch sehr schön, ne? Ja, es gibt bestimmte Arten, die haben im Sommer mehr eine graue Farbe und im Winter eine rote Farbe. Das finde ich nämlich auch interessant. Das ist hier ein Wurz. Was für ein Wurz? Ein Dachwurz. Ein Dachwurz. Und Sie sagen, mit dem kann man gut gestalten auf dem Dach. Wie mache ich das? Ja, man könnte zum Beispiel MDR Garten hier oben aufs Dach schreiben. So. Und die Pflanzen dann eben dementsprechend positionieren. Und damit man das noch besser sehen kann, vielleicht mit einem roten oder in dem Fall braunen Stein umranden, sodass man das besonders gut sehen kann. Also MDR Garten. Könnte ja auf unserem Dach hier gut passen. Ja, man sieht das vom Flugzeug zumindest aus. Jetzt haben wir die Sedumarten. Kräuter gehen auch. Einen kleinen Kräutergarten kann man sich anlegen, ja. Wenn man vielleicht ein Flachdach hat, dass man nicht gleich runterstürzt. Bei der Ernte, welche Kräuter sind besonders winterhart? Also es gibt diese winterharten Kräuter hier, wie zum Beispiel Bohnenkraut, Schnittlauch oder auch Walderdbeeren. Die kann man sehr gut aufs Dach pflanzen. Man hat dann auch immer was zu ernten und hat was für die Küche. Ja, das ist natürlich sehr reizvoll. Ne? Was ich unbedingt zeigen möchte, Sie haben auch eine Matte mitgebracht. Ja. Ich denke, die ist am kostenintensivsten, oder? Kann man so sagen. Die Matte braucht die längste Vorkultivierungszeit, etwa ein Jahr, bis die ganz grün ist. Ist aber dann sofort auch fertig. Also man kann sie bei uns beziehen und die wird dann einfach hochgenommen und auf die Palette gelegt und zum Kunden geschickt und der legt die aus und hat sofort ein grünes Dach. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und hier ist dann vor allen Dingen Sedum drauf, oder? Ja, das sind nur Sedumarten. Man könnte aber auch theoretisch einen Samen noch dazu streuen und hätte dann Thymian oder irgendwelche flachwachsenden anderen Kräuterarten dazu. Ja. Wir haben heute schon gesehen, dass man dann einen Kontrollgang machen sollte übers Dach, ja. Nach einem Jahr. Ja. Also man nimmt dann einfach nur Gräser oder Beikräuter, die vom Wind oder von Vögeln beigetragen werden, ab, hält das so sauber und das ist im Grunde genommen in 10 Minuten passiert, wenn man das jedes Jahr einmal macht. Ja, also ein Dach begrünt ist nochmal ein Garten. Herzlichen Dank. Gerne. Ja, schönes Thema. Das war's auch für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und in der nächsten Woche wird es dann unter anderem um Winteräpfel gehen.